Mein Gott. Aber Nauru gibt's da. Whip the Chaba Dog! Verpiss dich, du Schlampe! Ich glaube, ich rede jetzt immer so. Oh. Unmöglich, wie du dich benimmst. Easy! Charda Blarkno! Du bist nur ein Arschloch. Verpiss dich. Aus meinem Haus. Raus mit dir. Das interessiert sie gar nicht. Sie guckt jetzt erstmal Fernsehen. Und wird nach Hause geschickt. Du dicke, fette Kuh, geh jetzt endlich raus aus meinem Zimmer. Und zieh dir dann eine Tüte über den Kopf. Raus. Ja, ja, ich gehe ja schon zum Waschbecken und putze mir schon die Zähne. Das ist einfach nur zu lustig. Yes. Franz. Er will aufs Klo gehen. Was macht er da? Was macht er da? Die machen mir immer mehr Angst hier. Also das ist schlimmer als irgendwie ein Horror-Game oder so. Hallo? Oh! Geh zur Schule, um diese Gelegenheit abzuschließen. Was ist mit ihr los? Hunger, ja, kannst du alles haben. Hausaufgaben muss ich auch noch machen. Ja, stimmt ja auch. Kann sie ihn nicht hier aus dem Badezimmer scheuchen? Ich will einfach nur mal so sehen, was passiert. Ich glaube, da müssen wir gleich mal eingreifen. Also, na, ich will mal sehen, wie sie hier schläft. Also. Und wenn er jetzt schlafen gehen will, ne? Dann wecken wir ihn auf und schicken ihn raus. Er hat es nicht anders gewollt. Raus mit dir! Ja, es geht doch nicht. Aufwecken. Also, wir müssen einmal ganz kurz hier eingreifen. Das geht so nicht weiter. Schläfrig, sehr hungrig, schmutzig, total gestresst, hat ihre Hausaufgaben noch nicht fertig. Hausaufgaben machen, so. Und danach. Obwohl, nein. Boah, wir haben schon 11:30. Nee, das geht nicht, wir müssen nach Hause. Nach Hause. Und dort kann sie dann was essen? Snack essen, Brot mit. Na, machen wir mal. Nee, aus dem Weg hier. Snack essen, Dosensuppe. Dann Hausaufgaben machen. Dann duschen. Achso. Duschen. Dann. Ich weiß nicht, was ihr Bett ist. Wahrscheinlich, dass sie schlafen. Okay. Dann können wir wieder weitermachen. Ich glaube, sie ist ein Trampeltier, ne? Nee, doch nicht. Warum will sie sich mal die Zähne putzen? Ich meine, ich habe ja nichts gegen Zähne putzen, aber. Naja, egal. Unwichtig.
Wie dreist sie ist. Obwohl, eigentlich sind wir ja so dreist, ne? Aber mal gucken, wie lange das gut geht. Varnar Torb. Ja? Ach, interessiert ihn gar nicht mehr. Na gut. Sie scheint sich wohl zu fühlen. Hast du immer noch nicht deine Hausaufgaben fertig, du Blödkopf? Der hätte mir... Achso, weil er sie noch nicht fertig hat. Gut. Ah, wahrscheinlich muss er noch einen Satz schreiben. Das Radio, ne? Ich glaube. Was willst du? Ja, geh schlafen. Schlafen. So. Oh, ich bin müde. Einmal kurz gedehnt vom PC. So. Dabei habe ich heute noch so viel zu tun. Ich muss noch... Also, die Aufnahme noch machen. Dann habe ich heute noch was vor. Kurz. Termin. Dann muss ich noch die Folgen schneiden fürs Wochenende. Dann muss ich noch NFS The Run machen, auch schneiden. Morgen habe ich auch keine Zeit, den ganzen Tag nicht, das ganze Wochenende nicht. Deswegen muss ich das alles schon fürs ganze Wochenende geschnitten haben. Und bis jetzt habe ich noch gar nichts. Außer Minecraft, aber das muss ich auch noch schneiden. Ah, ich wette, ich bin bis heute Abend, bis ich ins Bett gehe, noch dran. Mit... Und das nur alles... Alles für euch. Für 10 Klicks pro Video. Okay. Ah, war die Dusche kalt? Hm? War die Dusche kalt? Ja, die Dusche war kalt. Ich glaube, die zieht das echt durch. Techtelmechtel mit. Es wird langsam spät. Vielleicht ist es Zeit zu gehen. Dann schlaf doch erstmal. Dann dusch dich. Ich habe jetzt auch keinen Bock, noch ewig und 3 Tage zu warten. Ich weiß auch nicht, warum die nie den Aufzug nehmen. So, alles im Blick. Wer wird wach? Wer wird wach? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wahrscheinlich er, oder? Ja. Ja. Ja, dann kannst du ja wieder mal Frühstück machen. Hast ja eh nichts Besseres zu tun. Bist ein alter Mann. Nein, nicht Frühstück essen. Frühstück servieren. Waffeln kannst du wieder machen. Er müsste eigentlich als nächstes wach werden. Ja, die beiden werden zur gleichen Zeit wach. Duschen, das war ja sie. Sie hat geduscht. Er braucht sich auch nicht duschen. Gut, dann warten wir einfach mal ab, bis er hier endlich fertig ist. Der Schulbus kommt um 8. Da haben wir noch eine ganze Stunde Zeit. Beziehungsweise eine ganze Minute. Oh, Davito! Ja, kriegst du ja gleich was.